Immer wieder ein Erlebnis ist es, zu den Adonisröschen, die im Frühjahr an den Oderhängen von Lebus blühen, zu wandern. Der Blick von den Oderhängen weit in die Auenlandschaft ist beeindruckend. Wer einmal im Frühjahr diese Hänge im leuchtenden Gelb der Adonisröschen erlebte, der weiß um die Einzigartigkeit dieser Landschaft. Nach der griechischen Mythologie sollen Adonisröschen aus den Tränen der Aphrodite entsprossen sein, als diese den Tod des Adonis beweinte. Wir wandern nun unterhalb der Adonis-Hänge vorbei durch eine wunderschöne Auenlandschaft. Seit 1923 steht dieser Teil der Oderhänge unter Naturschutz. Die Adonisröschen kommen vorwiegend in den Steppen der Ukraine und in Südsibirien vor. In Brandenburg ist sie nur hier in Lebus zu finden. Thank you.
Nach gut einer Stunde sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer kleinen Wanderung zurück. Nur wenige Kilometer von Libus entfernt befindet sich der kleine Ort Malno. Hier blüht das Adonisröschen an den Hängen des Huderbergs. Traumhaft ist der Blick in die weite Landschaft, die wegen ihrer Steppenrasenvegetation auch Pontische Hänge genannt wird. Die Wanderwege sind gut ausgeschildert. Die kleine Runde reicht uns. Diese Pause haben wir uns verdient.